Eintracht Frankfurt im europäischen Finale, Euroleague-Finale für Eintracht Frankfurt in Sevilla am 18.05. gegen die Glasgow Rangers in einem richtig spannenden Duell, in einem Traditionsduell. Und ja, die meisten von euch werden es feiern, dass es nicht gegen RB Leipzig geht. Ich persönlich, ja, ich halte mich da eher neutral. Ich hätte es auch gefeiert, wenn wir das deutsche Finale in der Euroleague gehabt hätten. So ist es einfach ein richtig geiles Duell. Frankfurt gegen die Glasgow Rangers, beide mit einer sensationellen Europa-League-Saison. Aber wir müssen über Frankfurt reden. Ich saß 90 Minuten lang auf der Couch und ja, ich hab's nicht greifen können. Diese Atmosphäre, die Symbiose zwischen Mannschaft und Fans, es war unglaublich. Und ja, wie reif die Mannschaft das dann zu Ende gespielt hat, das war kein guter Auftritt von Eintracht Frankfurt. Aus meiner Sicht, was rein fußballerisch die Sache angeht, sie hatten einen glänzenden Höhepunkt. Das 1-0 war sensationell rausgespielt aus meiner Sicht. Wie, ja, Ansgar Knauf das Ding auf Boré zurücklegt, richtig gut schulbuchmäßig und eiskalt abgeschlossen. Aber man muss sagen, obwohl West Ham diese frühe rote Karte bekommen hat, waren sie in der zweiten Halbzeit trotzdem überlegen. Aber Frankfurt hat es irgendwie reif gemacht. Irgendwie hat der Mann das Gefühl, auch wenn West Ham anläuft, auch wenn West Ham Chancen kreiert hat, selbst zu 10, irgendwie hatte man nie das Gefühl, dass da was schief gehen kann. Die Fans waren ja ab der ersten Minute sowieso dabei, dass es nur Eintracht Frankfurt sein kann, die eben in dieses Finale gegen die Glasgow Rangers einziehen wird. Und dazu, wie immer, gibt es eine Community-Umfrage. Ich erstelle die gleich. Was glaubt ihr? Geht Eintracht Frankfurt den letzten Schritt nach Barcelona, nach West Ham? Schlagen sie auch Glasgow, die Glasgow Rangers, am 18.05.? Mich interessiert es wirklich, ob ihr genauso gehypt seid, ob ihr glaubt, dass Frankfurt diesen letzten Schritt gehen kann. Mein Tipp fürs Finale ist, Eintracht setzt sich durch. Die Mannschaft hat so einen Team-Spirit, die Mannschaft kann solche Energie in der Europa League freisetzen, dass ich glaube, dass es dieses Jahr einfach reif ist. Und man muss sich vorstellen, Frankfurt kann sich für die Champions League nächstes Jahr darüber qualifizieren. Sollte nochmal eine extra Motivation sein, dann als Gruppenkopf, also in Gruppe 1 in die Champions League loszuwerden. Mit leichteren Mannschaften, sozusagen aus den leichteren Lostöpfen. Und dann geht die Fahrt nächste Saison vielleicht für Frankfurt, für die Fans und die Mannschaft wieder von neuem los. Auch nochmal als Freiburger, riesen Respekt an Frankfurt, was ihr da diese Saison geleistet habt. Wenn Frankfurt-Fans dieses Video sehen, wirklich allergrößten Respekt. Auch wenn ich das am Ende ein bisschen chaotisch fand, aber ja, okay, ich glaube, das konnte jeder irgendwie erwarten, der die Atmosphäre da hinter dem Tor gesehen hat in diesem Spiel. Alles in allem, ja, sensationelle zwei Partien. Ich glaube, der Grundstein wurde logischerweise im Hinspiel gelegt mit dem Sieg bei West Ham United. Und dann im Rückspiel hat man die ganze Sache noch veredelt. Deswegen großer Respekt an die Eintracht aus Frankfurt. Richtig geil gemacht diese Saison. Jetzt heißt es, letzten Schritt gehen. Und ja, ich drücke die Daumen und hoffe, dass sich Frankfurt da am 18.05. den Titel holt. Und dann ist, glaube ich, nochmal richtig Party. Es wird richtig krass, wie viele Frankfurter sicher auch nach Sevilla fahren. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Jetzt ist die eher einmalige Chance, die historische Chance, da den Titel zu holen. Ja, das war mein kleines Review-Video zum gestrigen Abend. Wie gesagt, musste ich machen, war so eine geile Partie, war so eine geile Stimmung. Vielen Dank fürs Einschalten, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Video. Mein Name ist Overskill Gaming. Ich bin raus. See ya!